Ja, die Bewegung Hamburg Occupy geht gleich zum Bezirksamt, zu Herrn Schreiber, weil er gestern schon angekündigt hat, dass Zeltlager hier vor der HSH Nordbank nicht genehmigt sind. Wie ist dazu Ihre Einschätzung? Also ich habe mir heute mal den Grundgesetzkommentar angeguckt von Horst Dreier in der zweiten Auflage und da findet sich doch Erstaunliches. Also wir kennen ja Artikel 8 Grundgesetz, die Versammlungsfreiheit. Danach haben alle Menschen das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und wie wir hier sehen, ist das eindeutig der Fall. Aber dann wird es noch viel spannender, weil Horst Dreier schreibt in seinem Kommentar, Form und Ablauf der Versammlung sind umfassend geschützt. Artikel 8 Grundgesetz schützt nicht nur Versammlungen, auf denen argumentiert und gestritten wird, sondern umfasst vielfältige Formen gemeinsamen Verhaltens bis hin zu nichtverbalen Ausdrucksformen. Klammer auf, Sit-ins, Zeltlager, Mahnwachen, Mahnfeuer, Lichterketten, Menschenketten, auch Schweigeveranstaltungen. Aber interessant ist, dass Horst Dreier hier auch Zeltlager benennt, die vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit umfassend geschützt sind. Dementsprechend hat der Bezirksamtsleiter hier gar kein Recht, eine Sondernutzungsgenehmigung zu verweigern, sondern er ist gar nicht zuständig. Zuständig ist die Versammlungsbehörde und die hat wohl in einer Auflage gesagt, dass Zeltlager nicht umfassend sind. Das ist aber nach dem Grundgesetzkommentar nicht rechtmäßig. Wir haben die Möglichkeit, die Zelte hier auf dem Platz aufzubauen. Ich denke, das sollten wir tun. Dabei ist aber zu beachten, dass Wege für die Feuerwehr und sanitäre Dienste freigehalten werden. Die Distanz zu den Gebäuden beträgt mindestens 6 Meter. Dies ist einzuhalten. Amen. Punkt ist einfach, dass die Bewegung zu groß ist. Es ist ja nicht nur hier. Wir sind da, was man hier sieht, ist nur die Spitze eines riesigen Eisberges. Das ist A, deutschlandweit, B, noch viel wichtiger, weltweit. Und wir haben jetzt allein dieses Camp, hat so viele Unterstützer. Wir haben Unterstützer aus den weltweiten Camps. Grüße aus Los Angeles, Grüße aus Boston. Haltet durch und dergleichen. Der Druck war einfach viel zu groß. Das heißt, es ist nicht genehmigt worden. Wir können die Zelte jetzt wieder aufbauen, aber es ist nicht erlaubt. Nur wir werden nicht geräumt. Also sprich, es ist eine Art Duldung. Jetzt können wir den ganzen Platz nutzen und jeder ist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, denn wir sind keine Gruppe, es ist eine weltweite Bewegung, die jeden trifft und betrifft und jeder ein Teil davon ist. Weil es geht allgemein um Menschenrechte, um gemeinsames Dasein, um sozialen Austausch, um intellektuellen Austausch, philosophischen Austausch, künstlerischen Austausch, was auch immer. Einfach zu zeigen, wir sind die 99% und das seid ihr, das bist du, die Banker, selbst die. Einfach mal am Wochenende vorbeikommen, sich das anschauen, ob es einem gefällt. Wir können auch Grillabende zusammen machen, was auch immer. Wichtig ist halt kein Alkohol, keine Drogen. Also es ist keine... Es ist schon ein ernsthaftes Anliegen, wir haben zwar Freude daran, ein ernsthaftes Anliegen vorzutragen, aber es ist halt keine Party und Saufmeile. Wir kriegen viel Unterstützung aus, wie gesagt, der Bevölkerung. Also es haben sich Leute angeboten, der Stadt hier für 500 Euro dieses Ding, diesen Stromkasten zu mieten, damit wir Strom haben. Wir kriegen morgen, kommt ein Versorgungs-LKW hier hin. Es ist natürlich ratsam, sein eigenes Zelt mitzubringen, aber es gibt halt auch Pavillons. Und wer keine Schwierigkeiten damit hat, in einer großen Gruppe nebeneinander zu schlafen, kann auch dort gerne Vorlieb nehmen. Sicher ist definitiv ein eigenes Zelt mitzubringen. Also das auf jeden Fall. Und so würde ich sagen, habe ich das Gefühl, dass weltweit, wie so ein
kollektives Bewusstsein entstanden ist. Ich meine, wir haben weltweit eine Bewegung. Und das ist ja nicht nur gegen das Bankensystem, das ist nicht nur gegen Überwachungsstaaten oder irgendetwas, sondern ja, es ist, scheint so, als wär irgendwas losgetreten worden, als wären sie wach geworden. Ich persönlich kann sagen, ich bin dafür hier, ich kann in dem Fall nur für mich sprechen, für Menschenrechte, Leben vor Profit. Es geht nicht an, dass Menschen, ich finde, ja, dass Menschen nur damit ein oder zwei Leute viel, viel Geld machen, viele, viele Menschen leiden müssen. Und wenn es nicht das Geld wäre, dann wäre es halt irgendwas anderes. Also das Geld ist nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist ein ganz anderes. Ich bin auch froh, wenn ich genug Geld habe, um zu leben. Ja? Das Problem ist ein anderes. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Und ich will einfach Teil dieser Bewegung. Ja, auf sowas habe ich, glaube ich, schon lange gewartet.